Ja, meine Damen und Herren, eine herrliche Geschichte. Ich war seit fast 8 Stunden auf der Autobahn. War ganz kurz vor meinem Ziel und ich hielt mich mächtig ran. Die Sonne, sie stand heiß, als ich zur Ausfahrt kam. Der Diesel dröhnte neben mir. Mein Funkgerät war an, als darauf die Stimme eines kleinen Jungen kam. Er sagte nur: Kanal 1-4, hier ist Teddybär und spricht. Teddybär, bist du da? Ich kann ganz gut voran, ich nahm das Mikro in die Hand und sagte spontan: Hey, ich rufe Teddybär, wo ist der kleine junge Mann? Ich bin auf deiner Welle, kannst du mich verstehen? Es wurde still auf dem Kanal, ich wollte schon weiter drehen, da fragte mich der Junge: Fahrer, bist du auch so ein Mann, wie mein Papa damals war? Fing mir zu erzählen an. Jeden Tag von früh bis spät schalte ich den Kasten ein. Ich sitze im Rollstuhl, kann ich gehen und bin hier ganz allein. Und meine Mutter arbeitet, sie sagte mit dem Teddybär. Diese Autobahn, es war ein Fahrer, bis der hier kam, nicht mehr. Sagte, es tut mir leid, doch jede Nacht höre ich, dass sie weint. Und während er fiel mir kein anderer Kanal mehr ein, als 14 drauf. Er sagte, dieser Funkgerät gehört jetzt mir. Es war der schönste Zeitvertreib, so wie mit ihm, wie mit dir. Auch Daddy sprach von mir genau wie jetzt du, seinen Tages genau. Doch leider wurde nichts mehr daraus. Ich hörte die Entscheidung, die Worte klangen. War längst da, packte mich doch an, als ging mir zum Herzen dann. Denn nur mit diesen Jungen tut mir leid, sagte Teddybär, wo wohnst du? Wo liegt deine Station? Was ich zu tun hatte, wusste ich längst schon. Mit dieser kleinen Junge atmet. Er gab mir die Adresse. Sagte, lebe wohl gleich, bist du wieder mal hier, dann wär's für mich erleicht, deinen Ruf zu erreichen, dann wär's vielleicht gar. Und ich gab Gas mit 80 durch die Stadt, die letzte Kurve, ich war da. Ich glaubte nicht, was ich da sah. 18 LKW standen da, ich war den Tränen da. Sie hatten alles mitgehört. Eine nach dem anderen lagen mit 18 Mal die Straße rauf und 18 Mal die Straße runter. Ich war der Letzte dran und ich trug ihn auch wieder hinauf. Hab noch nie ein Kind so restlos glücklich gesehen. Seine Augen strahlten auf. Fahrer, glaube mir, es war eine Schau. Ich fand nie wieder deinen. Ganz genau hielt meine Hand. Die ganze Zeit schon schluckte ich und sagte: Ist schon gut, mein Sohn. Dann fuhr ich los. Mein Gerät, das war noch an. Und auf Empfehlung eine Frau erklang. Sie sagte: Sprechen fiel dir schwer. Hier ist Kanal 1-4. Mein Kind hat dir das Schönste gegeben, niemals mehr kann ich das sehen. Lieber Junge, ich danke euch und alle Zeit.